So, ich dürfte wieder da sein, oder? Ja. So, dann invite ich dich mal. Hey, Gaven, mein alter Freund, wie geht's dir? Alles fit bei dir? Live long and prosper. So. So, ich hoffe, dass die Bildqualität jetzt stabiler läuft. Ich habe das jetzt auf 3000 Bit runtergelegt, runtergestellt. Weil es ist irgendwie frustrierend, wenn man halt eine Übertragung hat und dann läuft das nicht so, wie man es gerne hätte. Das ist natürlich für mich als Zuschauer, wenn ich Zuschauer wäre, würde mich das auch ziemlich schnell anöden. Ja. Ja, ich habe im Spiel einen Hall. Ich habe keine Ahnung, woher das kommt. Was hast du? Immer noch ein Ladebild. Ah, okay. Jetzt bin ich da. Aber warte mal, es könnte sein. Ach, warte mal, ich glaube, ich weiß, warum das liegen könnte. Moment. Ich habe doch irgendwo. Ja, ich habe hier noch einen Hall drin. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Immer noch einen Hall. Ey, Phil! Yeah, mein Held! Vielen, vielen Dank! Danke sehr, mein Held, mein ultra mega Donation Phil Camaro Held. Wo müssen wir denn raus? Ach, da hinten. Sehr schön. Ja, entweder da und wenn sonst zu viele kommen, dann gehen wir weiter rechts rüber. Okay, sag mal raus, wann wir raus sollen. Raus. Ich habe keine Ahnung, Phil. Das spinnt so massiv. Ist unten in der Kurve drin, unter uns direkt. Ah, okay. Ah, da, Das okay, habe ich da. ich sehe es. Ich muss da nochmal drüber gehen. Das spinnt irgendwie alles momentan und ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Ich glaube, ich bin einer der wenigen Streamer, die ständig Probleme mit der Technik haben. Das wollte ich nicht sagen. Ich nehme das erstmal das linke kleine hier vorne an der Ecke. Ach komm, einfach mal reinpacken. Oh, das klang nach jemandem, der durch eine Scheibe ist. Was denn sonst? Ach, du bist im Nebenhaus? Okay, ich gehe ins nächste. Ach, du hast auch technische Probleme, Phil? Warum haben immer alle technische Probleme? Der fragt mich nicht, ich habe keine Ahnung warum. Also bei mir ist es ganz schlimm und ich habe keine Ahnung warum. You're my spirit. Oh, Phil, du hast 10. Vier, zehn kleiner als drei 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 Okay. kleiner als drei 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 kleiner als drei.
Hoi, okay. Kleiner als drei, 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 kleiner als drei. Ich habe hier für dich eine M16A4 bei mir liegen. Nur keine Muni. Ja, warte, du kriegst von mir 30 Schuss. Da haben wir beide. 145er auch ein Päckchen hinlegen? Ja. Bitte. Boah, ja, Phil, ich merke mir das für deinen Stream. Ich bin mal gespannt, wie viel Herz ich mal maximal reinsetzen kann, ne? Okay, da waren wir auch schon drin. Okay, wo soll man denn hingehen? Phil, echt, du Schlawiner, du Frecher, du. You're my Ich werde gerade von Phil gefoltert. Fertig? Echt, du Kreativmonster, echt. Ey. Oh. Bist schon wieder Russ? Ja, aber vielen Dank nochmal, Phil. Bedeutet mir sehr viel. Danke, danke, danke für diesen Support. Ach, da komme ich ja nicht durch. Energy, das kann ich auch gebrauchen, okay. Okay, hier ist auch nichts mehr. Hast du hier noch was gefunden? Splitter. Okay, ich nehme mal die Uzi. Ach, jetzt habe ich natürlich das Ding für die Uzi nicht mitgenommen. Ach Gott, ich Idiot. Okay, kann mich jetzt dran ändern. Ups. Jetzt habe ich mich erschreckt.
So. Ja, ich habe hier einen Heil drin. Ich habe keine Ahnung, wie ich den wegkriege. Das ist irgendwie total nervig. Komm raus. Ja, ja, ich bin schon draußen. Boah, das ist so pixelig, das Bild, ey. Das ist ja nicht auszuhalten. Geht doch. Ja, Phil, dann ist es immer sehr, sehr angenehm. Ja, ich finde das Häuschen da in dieser Senke, finde ich irgendwie. Lass uns lieber noch auf 185 gehen. Ach, das nehmen wir mit. Okay. Boah, ich muss hier irgendwas mit dem Ton machen. Also ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Lass uns am besten das Bombardement abwarten, oder? Was meinst? Ach, scheiß Wort drauf, ich renn. Okay. Sobald ein helles Pfeifen direkt auf deiner Gegend kommt, dann weiß, dass da was runterkommt. Jetzt haben sie es abgefeuert und hörst du gleich. Nur Noobs sterben in der Bombenzone. Ja, ja. Er meint halt gleich den richtigen Phil. Ich bin noch nie in der Bombenzone gestorben. Bisher. Nie genug haben. Hast du einen Zweier-Rucksack? Nö. Hinten in der Garage. Okay, danke. Achtung, Motorrad. Hält bei mir. Ja. Du bist auf 150. Ruhe. Ich habe mich mir den Dachboden verzogen. Du fährst weiter? Sind zwei. Sind weg, oder? Kannst du nicht sagen. Okay,
Okay, da liegt ein Motorrad noch auf dem Boden. Auf 230. Flugzeug, Flugzeug, Flugzeug. Phil, ich bin wirklich noch nie in der Bombenzone gestorben. Und ja, Mondklinge ist ein bisschen langsam. Der möchte mal auf Safe spielen. Hat keine Eier in der Hose. Aber wer stirbt sonst immer, wenn man nicht auf Safe spielt, hä? Du bist immer der Erste, der stirbt. Oder man stirbt auch natürlich so. Aber guck mal, mein Motorrad stand doch. Komm, ey. Ich muss mich kurz abregieren. Oh, Junge. Oh, endlich mal ein Schalldämpfer, ein Hüt, Mikroschaft. So, das habe ich auch. Ja, das kann auch passieren, aber da ist ein Mundklinge hervorragend drin, gegen unsichtbare Steine und so zu fahren. Alter, ist das ein Ruckeln hier, ist eine Qual und das Bild sieht kacke aus. Oh. Also mich nervt das Echo. Ich habe keine Ahnung, wo der Scheiß herkommt. Das ist doch zum Mäusemelken. Hier rein. Wir wissen nicht, ob hier welche drin sind. Ja, zumindest waren es schon welche hier drin. Ja. Ups, wer war das denn? Warst du das? Hä? Ausgenockt, glaube ich. Du oder was? Aus welcher Richtung schossen denn? 155. Wo genau? Hinterm Haus. Zwei Stück. Einer war ausgenockt, der wurde jetzt wahrscheinlich hochgeholt. Okay. Müssen auf den Eingang achten. Die Zone, wir müssen quasi. Oh, okay. Was schießt du denn? Wenn du die nicht siehst, kann ich nichts dafür. Eine ist jetzt erstmal in den Haus rein.
Ja, der eine steht auf 150 hinter der Mauer. Der läuft in das andere Haus. Die versuchen uns den Weg abzuschneiden. Kriegen sie nicht hin. Naja. Ja, ich habe ein Echo, Phil. Das ist total ätzend, also wirklich ätzend. Dich verpisst. Nein, unten ist einer, unten ist einer. Oh! Da ist er, da ist er! Oh meine Güte, echt! Hast du den gerade nicht gesehen? Nein, ich habe ihn nicht gesehen. Diese alte Drecksau, echt. Ich kenne da. Okay. Ja, ich auch eine. Du setzt mit deinem Mischpult den Gamesound auf deine Kopfhörer. Meine Kopfhörer sind einem Streaming-PC via USB-Bluetooth installiert. Mal gucken. Phil, ich guck da nachher nochmal drüber. Ja, es ist alles ein bisschen nervig. Audio Repeater? Ich habe keinen Audio Repeater. Also mir geht das. Nee, das Ding ist, Phil, das hat beim letzten Mal hervorragend funktioniert ohne eine Störung. Dann mache ich den Streaming-PC nach dem Wochenende an und jetzt fickt das Scheißsystem rum. Also ich. Es fängt mich an, wirklich massiv zu nerven. Also wirklich ganz, ganz übel. Sonst lädt mich der Jan mal zum Essen ein, dann komme ich runter. Oder Jan? Ja. Ja, es ist einfach so frustrierend. Da möchte man eine entsprechende Qualität einfach mal ganz entspannt streamen. Es funktioniert ja auch mit dem Rechner soweit alles. Nur dann eiert das immer rum und dann bin ich immer echt durchgehend sollte. Ich kann nicht einmal entspannt spielen und das stört gerade. Ich danke dir recht herzlich, Mama. Mach's gut, ich wünsche dir noch einen schönen Tag und vielen Dank, dass du bei mir warst. Freut, hat mich sehr gefreut. Danke sehr. Puh, ja. Ach, du willst in diese Lagerhallen-Komplexgeschichte wieder rein. Erstmal hingucken, ob wir da bis dahin kommen, aber ich glaube schon. Na klar, kommen wir bis dahin. Sieht auf der Karte nur weiter aus, als es ist. Wir sind ja schon drüber. Ich nehme das hintere, kleinere Backsteingebäude.
So geil, ich höre hier alles doppelt und dreifach. Echt nerviger. Scheiße. Du kannst mir noch nicht erzählen, dass du mit dem Haus fertig bist. Ich war schon auf dem Dach. Auf dem Dach war ich schon. Ich wollte immer ganz kurz hier. Können wir ja gleich gemeinsam durch. Vor oben habe ich nur eine beschränkte Pistole bekommen. Ich habe nur eine scheiß Winchester. Ach, eine K, sehr gut. Das Rotpunkt kann ich mir auch noch mitnehmen. Rotpunkt. So. Das Haus drüben ist noch nicht fertig. Nee, ist noch nicht fertig. Sehr schön. Oh, da habe ich natürlich das vergessen, das Ding abzunehmen. Okay, wir sind auch in der Zone drin. Okay. Geladen, durchgeladen ist alles. Was ist das denn hier? Ach, sehr schön. Dann nehme ich doch die. Wo bist du? Hast du zufällig was 20 Schuss oder 30 Schuss für mich? Oben auf dem Dach war ich schon. Von was? Die 556er. Ja. Ich danke dir. In der Lagerhalle war es noch, doch, da war es auch schon drin, oder? Okay. Wir befinden uns im Zonenrand. Komm hier links. Dass sich mein Handy noch nicht wegen Termin gemeldet hat. Ich muss sagen, auch in der deutschen Übersetzung muss PUBG da auch noch ein bisschen am Rang klotzen. Hat du endlich getötet und so einen ganzen Scheiß? Also die müssen noch mal bei den Sprachen rangehen.
Jo, jo, jo. Was machen China-Arbeiter? Nee, nicht alles, Phil. Es ist nicht alles hier normal. Zum Beispiel Blibla Blub hat du endlich getötet. So, ich sehe hier gerade. Ich habe noch kein Visier, das ist ein Problem. Ja, ich habe aber eins. Verzeihung. Wo willst du jetzt genau hin? Hier unter den Tanks gucken, da geht zu Ach so. selten einer hin. Sehr schön. Ah, okay. Stimmt, Phil. Ach, da hinten unten bist du ja schon. Alter Falter. Boah, das gibt erstmal Aua. Mina del Plata. Okay. So richtig viel Loot. Euren Dreierhelm haben sie übersehen. Hast du denn zwei Hände irgendwo oder hattest du nur einen? Ne, Okay. einer. Ja, komm runter, hier haben sie alles gelootet, das bringt nichts. Na, ich finde auch diese Sprachentwicklung grundsätzlich immer sehr, sehr unterhaltsam, muss ich sagen. In diesem ganzen komischen Ghetto-Slang und ey, Alter, weißt du, voll krass konkret. Ich meine, das ist. Im Lauf der Zeit sich immer ändert, ist auch schön und gut, aber dieser Assi-Slang, ich komme da irgendwie nicht so drauf klar. Habe ich irgendwann vor vielen Jahren auf dem Weg zur Vorlesung in Hamburg, war ich im Bus und da echt so zwei Pseudo-Hip-Hop-Rapper-Gangster-Assis, die sich unterhalten und auf einmal, ja, ich habe hier Achtung, so. Auto! Ja. Hab ich auf mich geschossen, ihr Arschlöcher?
Haben wir auf dich geschossen? Phil, wohnst du denn auch in Essen wie Shariva? Nee, nicht so wirklich, Phil. Nicht so wirklich. Hier oben ist noch eine Zweierweste. Ja, ich habe gerade 556er Muni im anderen Gebäude. Ich bin oben auf dem Hügel drauf. Und ein Schalldämpfer für die K. Wie geil. So. Also ich habe ein Vierer-Visier, einen Schalldämpfer für die K. Jetzt müssen wir noch mal ein paar Kills machen. Ich komme eben runter. Du sagst, bei dir ist eine zwei. Im anderen Haus da hinter mir. Auto. Auto, ja. Hier ist ein Dreier-Rucksack für dich. Weißt du, wo die gehalten haben? Nee. Achtung! Ach, du warst das. Oh! Junge! Streamer sind das gleiche wie YouTuber, ja. Obwohl da auch marketingtechnisch Unterschiede gemacht werden, da musste ich, hatte ich neulich eine Diskussion mit jemandem, wo ich meinte immer zu, bei YouTube und Twitch kannst du anhand der Statistiken, musst du das mit zweierlei Maß betrachten. Oh. Da muss noch ein zweiter sein. Nicht. Ja. Deckung. Sekunde. Da ist er. Das darf doch nicht. Ich habe doch genau auf ihn drauf gezielt. Meine Kacke. Ich habe jetzt keinen Bock mehr. Echt, alter Schwede. Oh, echt. Ich bin so ein Potato-Aimer. Ja, das wird, was ich sagen wollte, Phil, das wird mit zweierlei Maß gemessen. Ich habe da neulich mit einem Gespräch gehabt, um 2,5 Stunden lang, wo ich meine, hör mal zu, YouTube-Statistiken und Twitch-Statistiken sind zwei Paar Schuhe. Bei Twitch ist der Schwerpunkt auf der, liegt bei der Live-Übertragung und nicht bei der aufgezeichneten Video. Die Interaktion ist eine ganz andere als bei YouTube. YouTube ist einfach nur ständig irgendwie Content produzieren, wo du entsprechend dir Zeit lassen kannst, weil du vorgefertigte, fertige Videos hochlädst. Bei Twitch ist halt das Ding, dass du live interagierst. Du hast quasi ein schönes Intro, vielleicht noch ein Outro und bist ein cooler Typ, der es so rüberbringt. Und das begreifen viele nicht. Weil ich habe mit einigen zu tun, die Schwerpunkt Influencer-Marketing tätig sind und die halt ihren Schwerpunkt auf YouTube haben. Und okay. Phil, ich trage das mal an die Verantwortlichen weiter.
Ich bin ja Mitglied, ich bin ja Firmenmitglied auf game.de und findest du mich sogar drunter unter Mitglieder. Und da wollte ich sowieso gleich mal einen Anruf tätigen. Sven, ich sag jetzt erstmal vielen Dank. Ich werde jetzt erstmal aufhören. Ich werde vielleicht noch ein bisschen schnacken. Ich schalte mal ganz kurz um. Ja, 10 Minuten habe ich noch. Genau. Wie gesagt, das ist auch ein Problem. Ich werde das mal an die Verantwortlichen weitertragen, dass das schlecht kommuniziert wird. Was hast du denn da? Ja, ich habe irgendwas gesucht und das habe ich erstmal auf die Schnelle reingebunden. Ich werde demnächst mal was Anständiges bekommen. Und ja, das ist irritierend. Die Seite muss informationsmäßig doch etwas bearbeitet werden, die Gamescom. Und das, ja. Was mir jetzt natürlich noch auf dem Herzen liegt, wie das ist mit dem Nachweis. Also konntest du keinen Gewerbeschein kaufen, weil musstest du Nachweise einreichen, Phil? Okay, warte mal, ich öffne nochmal die Seite. Das finde ich ein bisschen strange, aber wenn du quasi. Moment. Gamescom. Fachbesucher. Phil, ich kann dir was anbieten. Ich rufe Tim an. Tim ist mitverantwortlich für die Organisation der Gamescom. Die sitzen in Berlin. Ich frage mal nach, wie das ist, wenn ich das über mich buchen werde. Phil, also ich werde mich mit dir nachher in Verbindung setzen. Ich wollte sowieso für Ripper und für Sven nochmal nachhaken. Wie es ausschaut, wenn ich sage, okay, ich brauche jetzt noch 3 Fachbesuchertickets, wie das ausschaut. Wenn du nichts dagegen hast. Ich kann es ja anbieten. Das heißt, lass mich mal ganz kurz gucken. Fachbesucher-Ticket. Tageskarte. Vielen Dank, Sven. Vielen Dank, Sven. Vielen Dank, Sven. Genau, also ich werde gerne nochmal nachhaken. Inwiefern sind die Fachbesucher-Tickets für dich besser? Im Rahmen des Absetzens, Phil? Würdest du eine 3-Tageskarte haben wollen oder eine Tageskarte? Ich werde auch gerne sonst gleich mal Kontakt aufnehmen und danach haken, wie das ausschaut. Streamer-Treff da. Tageskarte. Dann musst du mir bitte jetzt nur noch sagen, welchem Tag. Es ist ja egal. Blöd ist das. Die Business-Kontakte bekommst du auch mit dem Presseausweis in der entsprechenden Area. Phil. Obwohl natürlich ein Fachbesucher. Ich sag dir aber auch ganz ehrlich, Business-Kontakte knüpfst du auf der Veranstalterparty. ich überlege mal, warte mal, lass mal ganz kurz nochmal die. Ich muss mal ganz kurz meine E-Mail öffnen. Dann kann ich dir Näheres dazu sagen. Ja, ich glaube, das werden die nicht machen. 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 Felix, okay, was hat er denn geschrieben? Game. Donnerstag, okay. Ich glaube, das ist, ja, okay. Gamescom, bla bla bla. Leistungen, Paket, individuell, Buchung. Mittwochabend ist die Party, okay. Okay.
Ja, du Phil, also es gibt da Mittel und Wege. Ich habe einen Ausstellerausweis, ich habe ein Fachbesucherticket und Presseakkreditierung. Also das ist, da kommt man so oder so rein. Aber ich werd gleich mal anrufen, Phil, ich sag dir dann Bescheid. Ich muss mal ganz kurz, wo habe ich denn die E-Mail jetzt? Ich sag dir gleich Bescheid, ich muss mal ganz kurz gucken, wo hat denn der Tim geschrieben? Genau. Ich rufe jetzt einfach mal Phil, den Tim an. Gib mir kurz ein Sekündchen, dann kann ich das mal kurz klären. Ich frage da mal nach. You're my speed. Vielen Dank, Phil. 84 darauf die Bits. Vielen Dank. Ich bin mal ganz kurz. Ich mute mich mal eben. Microphone muted.
So, ich bin jetzt wieder da. Hallo? Hört ihr mich? Oh, was ist denn hier mit los? Microphone activated. So, hört ihr mich? Hört ihr mich? Ja. Also Phil, ich würde dir jetzt mal ganz kurz eine E-Mail geben. Ich whisper sie dir. Kontaktiere bitte Tim. Schreib nur mal dein Anliegen, was dir genau gesagt wurde, weil er meinte, es dürfte so eigentlich nicht sein. Das dürfte eigentlich nicht so sein. Ja, ich sag mal, so im allerschlimmsten Fall werde ich quasi über Drunken Rabbit, ich muss sowieso morgen nochmal zum Gewerbeamt, werde ich das über Drunken Rabbit machen. Wenn das dann darauf hinauslaufen sollte, seid ihr quasi Zuarbeiter von mir oder wie auch immer. Weil so an sich kann ich über den Verband keine eigenen Tickets bestellen, also keine Fachbesuchertickets. Aber Ich bei. bin schon mal weg, ne? Ich sag mal bis nachher. Ja, bis nachher, mach's gut, ciao. Und ja, genau. Dann könnte ich nämlich ansonsten, wenn es dann nicht hinhauen sollte, über Drunken Rabbit quasi, Drunken Rabbit Gaming PR, könnte ich dann entsprechend an die Fachbesucherticket. Ja, mach das bitte dann nochmal komplett die Situation beschreiben. Ich habe Ihnen das nur ganz kurz den Text, den du vorhin im Stream gepostet hast, habe ich ihm kurz vorgelesen. Und er meinte, dass das so eigentlich nicht sein dürfte. Und er wird es dann entsprechend intern weiterleiten an die verantwortliche Person, die sich darum kümmert. Und dann hoffe ich doch, dass das relativ fix geregelt wird. Oh, was ist da? Also ich hoffe, dass ich dir erstmal soweit erstmal Informationen mitteilen konnte. Dass soweit passt. Dann nimmst du bitte nochmal Bezug auf Jan Malinowski, Drunk Rabbit Gaming PR, dann weiß er Bescheid. Okay, dann würde ich mich jetzt aber auch erst einmal zurückziehen. Ich danke euch recht herzlich. Ich war heute ein bisschen salty, aber das ist hier mit dem ganzen Scheiß-Technik-Kram, der geht mir gerade so gewaltig auf den Keks, muss ich sagen. Ja, gern geschehen, Phil. Ich werde mich jetzt auch verabschieden. Ich habe hier noch ein bisschen was zu tun. Ich muss noch ein bisschen Pressearbeit jetzt machen. Und dann heute Abend möglicherweise mal schauen. Ja, habe ich keinen Nerv drauf. Aber eine andere Geschichte. Ich hoffe, dass ich morgen ein bisschen entspannter drauf bin. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Phil. Nein, ich gehe nicht. Aber ich mache jetzt erstmal die Kamera aus. Dann kann ich mich hier schon mal abbauen. Okay, dann bleibe ich halt noch. Dann bleibe ich halt noch. Okay, dann bleibe ich halt noch. Dann bleibe ich halt noch. Ja. Das Mikrofon, das gute Mikrofon. Nee, ich zerleg nicht die Bude. Mein Studiomikrofon ist halt ziemlich empfindlich. Ich muss das mal ein bisschen reduzieren. Ich habe gerade meine Greenscreen zusammengepackt. Weil ich muss hier ein bisschen Platz schaffen, weil ich halt, wie gesagt, ich muss hier noch ein bisschen was arbeiten und muss ein bisschen Pressearbeit jetzt machen für den einen oder anderen Streamer. Und ja, da bin ich mal gespannt. Dann bin ich mal gespannt. Mal gucken. Fachbesucher. Genau, wenn sich das nicht regeln sollte, Phil, wenn das nicht hinhauen sollte, sagst du mir bitte Bescheid. Ich muss jetzt morgen ohnehin mal
endlich zum Gewerbeamt, dann werde ich das über mich laufen lassen. Mal schauen, ob das soweit funktioniert. Ich glaube, das sollte kein Thema sein. Genau. Aber ich glaube, das kriegen wir schon hin. So, jetzt verabschiede ich mich jetzt erstmal recht, recht herzlich von euch. Ich mache das jetzt einfach mal wie folgt. Mit meiner Klon. Ich danke euch recht herzlich für eure Anwesenheit, meine Freunde und Freundinnen. Ich muss erstmal meine Technikprobleme hinbekommen. Ich wünsche euch noch einen schönen Start in diese Woche zur vorangeschrittenen Stunde, Uhrzeit kurz vor zwei. Bis dahin, alles, alles Gute. Vielen Dank für diesen wahnsinnigen Support durch euch. Freut mich sehr, dass ihr an mich denkt. Und Phil, du bist der Oberhammer. Ich sollte auch mal hier diese Donation-Leiste tickern lassen. Die bisher zusammengekommenen 50 Euro für die Charity-Geschichte werde ich demnächst mal überweisen. Und euch doch alles, alles, alles Gute. Danke sehr. Bis auf bald. Bis morgen. Macht's gut. Ciao.